Dann gehe ich mal hier nach Osten. Ich weiß nicht, ob ich richtig bin. Ich gehe mal hier nach Norden. Das sieht noch irgendwas nette aus. Nette Gegend hier. Ja, ein bisschen. Weiß nicht. Was sind das für Vögel? Voll die Chozo-Statuen. Weiß nicht, ob ich hier so richtig bin, aber gut. Oh mein Gott. Eine lebendige Statue. Ist das ein Schrein? Ja, wo sind wir? Ist das dein Haus? Das ist der Älteste, ne? Ich bin Sahasrara, der Dorfälteste. Einer der sieben Weisen ist ein Vorfahre von mir. Du, tatsächlich. Es überrascht mich, dass ein so junger Mann nach dem heiligen Bandschwert sucht. Gekko, nicht jedem ist es erlaubt, diese Klinge zu führen. Die Legenden berichten von einem Helden, der die drei Amulette errungen hat. Wünschst du wahrhaftig, es zu finden? Nun, ich hab's schon gefunden gehabt im Wald. Aber ich durfte es nicht rausziehen, ne? Gut, dann versuche das Amulett des Mutes aus dem Ostpalast zu holen. Wenn du es mir bringen kannst, werde ich mehr von meiner Weisheit mit dir teilen. Doch nun geh zum Palast. Aha, daran liegt's. Wir brauchen erst drei Amulette fürs Bandschwert. Hätte mich ja auch ein bisschen überrascht. Fast schon, aber wer weiß. Ja, wir kriegen das Masterschwert doch natürlich erst später. Wie eigentlich meistens. Hey, Trun. Drei Bomben. 50 Rubine, da sage ich auch nicht nein. Und nochmal 50 Rubine. Geilo. 222 Rubine. Da haben wir ihn gefunden, den Sahasrara. Lirum Larum Löffelstiel. Jetzt müssen wir in unseren ersten Dungeon scheinbar speichern, keine Ahnung. So, lass mal sehen. Das ist... Da ist das Amulett dann also. Das ist jetzt... What the fuck? Oh, die werden uns alle angezeigt. Schau mal. Und darum ist es Bandschwert, klar. Ach so. Also dann könnte ich ja jetzt alle drei holen, oder? Eigentlich schon. Also, oder? Halt. Die werden mir schon alle angezeigt, wa? Gut. Aber das ist jetzt schon mal die erste Frage. Wie komme ich da hin? Du stirbst jetzt erstmal. Ja gut, jetzt müssen wir erstmal irgendwie den Weg finden. Ich spring mal... Achso, ja, das ergibt nicht viel Sinn. Jetzt hat Gekko so langsam den Dreh raus. Wirklich? Ein bisschen vielleicht. Wie komme ich da hin? Verstehe. Ja, die drei und so. Wird ja doch einem recht gut erzählt, was eigentlich zu tun ist. Im Moment zumindest. Link's Awakening fand ich da leicht kryptischer. Und von Zelda 1 brauchen wir gar nicht reden. Na ja, gut. Schauen wir mal. Okay, wir müssen irgendwie den Weg finden. Drei Schreine, schätze ich, erwarten uns erstmal. Fürs Erste. Ich gehe mal da lang. Ich guck mal, ob ich mich da irgendwo lang hanseln kann irgendwie. Keine Ahnung, ob ich da irgendwo hochkomme oder so. Okay. Alles muss genau unter die Lupe genommen werden. Ah ja. Das ist schlecht. Das ist der Eingang. Aber... Mir fehlt was. Soll ich... Hä? Aha. Er hat gemeint, die sollen in den Osten gehen, aber das zu. Was soll ich machen? Okay, ich glaube, jetzt wird es wieder so ein bisschen Banane, oder? Wir brauchen ja, weiß nicht, Stärke-Amulette, Stärke-Amulette, was? Stärke-Reif, was weiß ich? Wir brauchen irgendwas, wo wir den Stein verschieben können. Oh! Schau an! Wen haben wir denn da? Nochmal so. Du hast eine Fee gefangen. Was hast du mit ihr vor? Ah, eine Flasche stecken, geil. Ah, ja. Es ist wirklich mit dem Netz zuerst so. Perfekt, wir haben eine Fee. Also
Also im Normalfall heilt die uns automatisch, oder? Heilt die uns automatisch? Oder muss ich sie wirklich erst aus dem Inventar lassen? Wir werden es herausfinden. Sehen wir dann, wenn wir sterben. Dann sehen wir schon, was passiert. Irgendwie habe ich aber das Gefühl, ich muss sie einsetzen. Weiß nicht. Hopp! Oh, voll weggebrezelt und ihr auch noch. Schau, wie das Herz runterflattert. Das ist voll lustig. Du kannst ja sterben und es herausfinden. Ja, genau das werden wir tun. Das ist sehr auffällig. Ich probiere es mal. Ah, schade. Na gut. Oder kann ich die ziehen? Drücken? Nee. Na gut. Hier kommen wir nicht weiter gerade. Ich denke, es gibt keinen anderen Weg. Oder gibt es einen anderen Weg? Ah, es ist gerade, glaube ich, wirklich an unserem Schild abgeprallt. Alles, was Wurfgeschoss ist, glaube ich, prallt an unserem Schild ab. Nahkampf aber halt nicht, traurigerweise. ein bisschen doof. Also ich denke nicht, dass ich irgendwie da hochkomme. Nee, ich denke, das wird nicht gehen. Vielleicht komme ich irgendwie außen rum. Er meinte zu... Das Merkwürdige ist, dass er nur vom Osttempel jetzt geredet hat. Bring mir bla aus dem Osttempel, dies, das. Aber wir kommen nicht rein. Und das ist schon gemein. Wie soll es sein, dass wir da kommen rein? Voll der Reim. Crazy. Was passiert hier? Okay, ich bin da. Okay. Ja, das geht so nicht. Hier können wir hoch, aber das bringt mir nichts. Ich gehe mal nach links. Komme ich da nicht her? Ah, ich glaube, irgendwie fehlt mir was, habe ich das Gefühl. Ah ja. Hier kann ich auch runter, okay. Ich weiß nicht mal, ob ich wirklich außenrum darf. Wir schauen es uns an. Au. Was ist, wenn ich da nach rechts gehe? Oh! Oh, scheiße! Ah, scheiße! Ich verstehe. Ihr wieder. Aua! Scheiße. Oh, ne! Bitte, liebe Fee, rette mich! Ich hab Autschies! Nein! Oh mein... Sie rettet mich, okay. Wissen wir Bescheid. Oh Mann, das ist ja mega unnötig jetzt gewesen. Puff? Ah! Oh, Magie. Tja, sie geben mir ihren Saft. Hallo, Mai Mai! Na du? 8? Ich denke nicht. Das zählt ja nicht als Tod, wenn wir wiederbelebt werden, wa? Das zählt ja nicht. Au! What the freak? Na gut. Aha. Also das geht nicht. Also brauchen wir irgendwas. Warum brauchen wir jetzt irgendwas, ohne dass wir was haben, was wir benötigen? Ich geh mal... Meine Güte! Hört mal auf mit dem Schmarrn! Ich geh mal hier runter. Ich geh mal da nach links. Was steht denn da? Ostpalast, Palast von Hyrule. Ja, ist ja fantastisch. Komme ich vielleicht erst an ein anderes Amulett irgendwie? Das ist super merkwürdig, wenn er was vom Ostpalast labert und ich darf nicht hin. Boah, Herr! Du bist still! What the fuck is going on? Wir müssen hier weg! Nicht verzagen, nochmal wagen. Was ist hier wieder los? Na toll, danke, danke, echt. Es geht so nicht! Hört mal auf, das immer zu callen! Ihr frechen Dachse! Nee, jetzt bin ich wieder hier! Oh, es ist kacke. Oh nein! Oh nein! Oh nein, nein, das geht so nicht! Hey, Scheiße, ich weiß nicht... Oh mein Gott!
Ja, jetzt auf jeden Fall die Tasche hier, ja. Oh Gott. Weg mit euch. Boah, jetzt muss ich den ganzen Popelweg wieder laufen. Habe ich jetzt meine Fee noch eigentlich? Oder wie ist das genau? Entschuldigung. Hä, wie kann ich denn... Achso. Nee, habe ich nicht, ne? Ja, dann kann ich mir auch eine neue holen, oder nicht? Also, wenn ich schon hier bin? Oder wie, oder was? Ne? Giga gescheide Gecko abgehen. Aha! In eine Flasche, nicht? Hier. Schön. Das Merkwürdige ist aber, da ist eine Höhle. Da ist ein Durchgang. Da ist ein Durchgang, ohne dass da ein Durchgang ist. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Das ist sehr seltsam. Entweder ist da ein Durchgang, den man nicht sieht, das aber ein Durchgang, ohne dass da ein Durchgang ist. Ich mach mal eine Bombe. Das war so klar. Wahrscheinlich wirklich nur von der anderen Seite. Ist da noch Pfand drauf? Auf der Fee? Auf der Flasche? Auf beides? Bestimmt ein bisschen. Okay, hier so. Aha! Muss mehr mit dem Boomerang, glaub ich, spielen. Ja, schaut euch das an. Ja, klar. Aber das da ist schon auch ein bisschen doof, ne? Hey, bitte. Ja, ich muss sowas von dem Boomerang nutzen, echt jetzt. Aber halt, das kriege ich halt auch wirklich nicht weg, nicht wahr? Na gut. Apropos Feen, ich finde die Wind Waker-Feen haben noch immer noch die besten Gesichtsausdruck, wenn man sie in den Flaschen hat. Wenn man in den Flaschen, der Gesichtsausdruck in den Flaschen, boah, weiß ich gar nicht. Weiß nicht, da habe ich glaube noch gar nicht so richtig drauf geachtet, I guess. Weißt du, kann ich hier runterspringen eigentlich? Nein. Muss ich mir mal dann nochmal genauer anschauen. Wenn wir mal Wind Waker spielen. Ich liebe Wind Waker. Haha, what the fuck, das sind 5000 auf einmal. Oh wow, ich wollte hier gerade... Wer ist... Was ist das für ein Raum? Nimm dir, was du willst. Die Preise stehen drin. Okay. Nein. Ja! Nichts passiert. Au. Wow. Nö. Spinnst du? Cool, man konnte den Pfeil gerade mit dem Boomerang wegblocken. Echt jetzt? Wie geil ist das denn? Hey, das ist ein Kabel! Uah! Und das hier ist... ein Wahrsager, wa? Das kannst du mal knicken. Hey, Krabbe. Was geht ab? Und das sind hier die... Das sind doch eigentlich auch Zora, oder nicht? Die mich jetzt da so anspucken. Hey, das gibt's doch nicht! Moment mal, wo komme ich denn jetzt? Wie komme ich denn? Ah ja, okay. Da können wir nach links. Nee, das machst du jetzt halt nicht nochmal auch. Nice. Boah, ich habe den Rubin nicht gekriegt. Hey, frech. Jetzt mal hier runter. Also, Osttempel, keine Ahnung, weißt du? Irgendwie komme ich da noch nicht hin. Ich schaue jetzt einfach mal, ob ich in die anderen kann, ne? Hey, was soll die Frechheit? Also so langsam... Also jetzt hier, bitte, bitte, was ist das jetzt schon wieder, hä? Junge, was passiert hier? Oh Mann, 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 Mann! Echt jetzt mal! Du kannst doch nicht über den ganzen Bildschirm schießen mit deinem Scheiß! So, oh, okay. Noch leben wir aber. Ah, oh Gott. Ha. Ach, komm schon.
Hat er einen Busch angehabt gerade? Was passiert hier gerade? Was war denn das jetzt? Okay. Wüste der Mysterien. Achtung, Bomben. Oh, ne. Hallöchen, Vita übrigens. Hallo, hallo. Wie geht's denn so? Ich glaube, dein Text ist wieder weg. Weg, wa? Was haben wir hier? Hm? Na nö. Aha, das geht nicht. Das geht. So und so. Aha, drei Bomben. Das ist sehr seltsam. Aha. Was, wo sind wir hier? Hä, ein Hebel? Ah! Kann ich nicht ziehen. Doch. Oh! Der Shop war geflutet. Haben wieder den rechten Hebel genommen. Haha, war wieder richtig. Der Shop irgendwann geflutet. Ich weiß auch nicht. Hä? Ich hab das alles trocken gelegt. Was? Was? Da ist ein Herzteil. Der See ist... Was ist denn hier passiert? Hey, die armen Fische. Okay. Dein Bock mag mich nicht. Bock. Bot. Ja, es tut mir voll leid. Vita. Aber was schreibst du denn Tolles? Ich kann ja gucken, glaube ich. Wo ist es denn? Hier. Die Vita schreibt, hey ho, lass dich nie von negativen Menschen runterziehen. Ärger dich nicht, reg dich nicht auf. Sei besser und steh mit deiner positiven Energie drüber. Lächle, nicke und mach einfach weiter deine Sache. Oder einfach die Leute auf der Strecke lassen. Also lass das Drama bei denen. Habt einen tollen Wochenstart. Steve Santana, hab es nur ein bisschen umgewandelt. Aber, ja, ist grundsätzlich richtig. Sag ich auch immer. Manchmal ist es halt nur nicht so einfach. Aber ja, man sollte auf jeden Fall immer von den Leuten... Ja, sich distanzieren, die einen nicht gut tun. Auch wenn es die eigene Familie dann leider ist. Aber es ist so. Manchmal halt nicht so einfach. Aber ja, es ist immer das Beste eigentlich. Das ist so. Wer bist du? Ah, Rot! Es ist Trainer Rot. Ich bin nur irgendwer. Beachte mich gar nicht und zieh nicht das Schild heraus. Warte mal, das geht? Was passiert? Was? Man kann Schilder rausziehen. Oh, lol. Oh, dann hätten wir das mit dem Herzteil vorhin noch schneller machen können. Ich dachte, man kann es auch abfangen. Oh mein Gott, man kann Schilder rausziehen. Ah, okay. Ja, gut. Ah, ja. Ach so. Ah, ja. Und so hat Gecko für eine Trockenperiode gesorgt und tausend an Tieren getötet. Ja, das ist Link. Er ist zwar schüchtern, aber er ist ein kompletter Arsch. Okay, man kann Schilder rausziehen. Ja, das ist ja... Toll. So ein Scheiß. Ja, er folgt mir jetzt. Das finde ich auch ganz witzig. Jetzt folgt er mir nicht mehr. Das ist auch lustig. Aha. Gut, haben wir wieder was gelernt. Man kann Schilder rausziehen. Ich dachte, man kann sie vielleicht nur abfackeln oder so. Alles klar. Ja gut, okay, pass mal auf. Er folgt mir ja, aber warum? Also, ja, von hier geht's ja nicht, ne? Also, wenn ich hier so mache, wenn ich es dann... Warum hast du mein Schild genommen? Es steht doch klar und deutlich drauf, dass man mich in Ruhe lassen soll. Geh weg. Hä? Okay. Ist es einfach nur zu zeigen, dass man Schilder rausziehen kann, oder was? Oder warum folgt er mir? Du kannst hier nicht hinein, solange ich an dir klebe. Ach so. Das ist irgendwie witzig. Ah, Kakteen. Ach so. Hey, du Geier. Ich bin noch nicht so tot. Oh Gott, wer ist er? Was bist du denn für ein Sandmonster? Den kann man nicht stunnen.
Oh Gott, was ist das denn? Oh, weg hier. Was ist das? Ein Tempel? Bin ich in dem Tempel? Was ist das? Irgendwas wieder auf irgendeiner Sprache? Vielleicht Helianisch oder auch halt nicht. Hey, Jungs, zu schwer. Warte, was? Ja, da geht's auch noch nicht weiter. Vor die Jumpscare-Wüste. Hilfe! Ich will speichern jetzt auch. Bringt eh nicht so viel. Also bringt schon was, aber es bringt nicht so viel Zwecks wieder da rauskommen, wo man herkam. Also nach dem Tod, weißt du, wie ich es meine? Oh nein, Hilfe! Ja! Ja! Geil. Spannende Geschichte hier. Eine Fee! Ich dreh durch. Hey, ich kann nirgends hin. Was ist hier?